Anton Kogler, Landtagsabgeordneter und Bezirksparteiobmann von Hartberg-Fürstenfeld, ist neuer steirischer FPÖ-Landesgeschäftsführer. Er folgt Fritz Probst nach, der zur Holding Graz wechselt. Anton Kogler ist Vizebürgermeister von Vorau und seit 18 Jahren Gemeinderat. Außerdem sitzt der Bezirksobmann von Hartberg-Fürstenfeld auch für die FPÖ im Landtag. Als neuer Landesgeschäftsführer soll er die Gemeinderatswahlen 2020 und die nächsten Landtagswahlen vorbereiten, in möglichst allen steirischen Gemeinden. Als wichtigstes Ziel nennt er, organisatorisch die Mitgliederstrukturen zu stärken, natürlich die Gemeinderatskandidaten zu finden, zu organisieren und natürlich auch den Wahlkampf vorbereiten. Bei der Landtagswahl streben die Freiheitlichen Regierungsverantwortung an. Wir werden danach trachten, diese Stärke zu erreichen, sodass es unmöglich sein wird, ohne uns entsprechend auch zumindest demokratiepolitisch vertretbar nicht zu sprechen. Und dieses Ziel möchten wir angehen, wohl wissend, dass wir auf einem sehr, sehr hohen Level bereits sind mit knapp 27%. Aber ich bin davon überzeugt, wir können das schaffen. Ob Mario Kunasek selbst als Spitzenkandidat in die Landtagswahl gehen wird, wollte der Verteidigungsminister heute noch nicht sagen.